Ja, Sie wissen, wir beschäftigen uns viel mit der Fondsanlage von Stiftungen, wir beschäftigen uns viel mit Fondsportfolien von Stiftungen und wir beschäftigen uns viel mit Stiftungsfonds und stiftungsgeeigneten Fonds. Und das machen wir natürlich auch jetzt in der Corona-Krise, inmitten des Corona-Crashs. Denn wenn es jetzt eines braucht, dann den ganz klaren Blick, den ehrlichen Blick, den reflektierten Blick auf das Stiftungsvermögen bzw. auf das Fondsportfolio einer Stiftung. Wir haben immer viel gesagt oder oft gesagt, dass da, wo Stiftung draufsteht, auch Stiftung drin sein muss. Ja, das stimmt nach wie vor, aber es gibt sehr viele andere Schattierungen von Fonds, die für Stiftungen sehr gut geeignet sind. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen gezeigt. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht zum Thema Checkliste. Was würde ich jetzt machen, wenn ich eine Stiftung wäre, wenn ich ein Fondsportfolio hätte und wie würde ich an diese Sache rangehen, das Ganze zu analysieren? Also das erste von dieser Checkliste, wie ich mein Fondsportfolio als Stiftung analysiere, ist zunächst mal, dass ich mir die reinen Drawdowns anschaue. Also ich mache mir eine Liste, was haben die Fonds in den letzten 4 Wochen performance-seitig verloren. Was sagt mir das? Das sagt mir jetzt nichts über die Qualität oder die Güte des Fondsmanagements aus, aber das sagt mir etwas aus, wie verletzlich meine Fondsallokation oder die Allokation des einzelnen Fonds gegenüber solchen externen Crashes ist. Und was wir jetzt gesehen haben, ist ja durchaus ein heftiger Rückgang. Wir sind bei den großen Aktienmärkten -20, -30%. Das heißt, wir sind per Definition schon lange nicht mehr nur eine Konsolidierung oder eine Korrektur, sondern wir sind in einer BES. Und in so einer BES muss ein Fonds am Ende des Tages das liefern, was in allen Prospekten, was in allen Werbebotschaften genannt wird, nämlich Risikomanagement. Und das kann man sehr schön ableiten bzw. ablesen anhand des Charts. Wenn also ein Fonds verspricht, dass er die Drawdowns begrenzt und dann ist er bei einem DAX von -20 bei -19, dann hat er zwar weniger verloren als dieser Fonds, als der DAX, aber dann heißt das noch lange nicht, dass die Leistung, die der Fonds gebracht hat, ausgereicht hat. Das heißt, mit diesem Schmerz muss ich mich effektiv auseinandersetzen. Ich muss als Stiftung in mein Portfolio reinschauen und auf diesen Schmerz hinweg, also auf die Verluste, reflektieren. Halte ich das aus? Kann ich das verargumentieren? Beziehungsweise ist das etwas, was mich vielleicht in meiner Grundstimmung ein Stückchen tangiert, weil ich mir sage, Mensch, also eigentlich -20 hatte ich mir nie vorgestellt, dass ein Stiftungsfonds machen kann oder -15 oder -10. Jetzt ist es passiert und jetzt muss ich am Ende des Tages damit umgehen. Das heißt, sich erstmal diesen Verlusten stellen. Das zweite ist, dass ich mir natürlich mal einen Ausschüttungsforecast von meinen Fondsanbietern kommen lasse, also von jenen Fonds, die ich in meinem Portfolio halte als Stiftung. Ausschüttungsforecast heißt nichts anderes, als dass ich ein Gefühl dafür bekomme, ob die Ausschüttungen auf dem Niveau bleiben, wo sie sind oder ob sie vielleicht zurückgenommen werden müssen. Es ist ja heute so, dass wir auf der Anleiheseite nach wie vor Nullzinsen haben und das wird auch die nächsten Jahre noch so bleiben. Die Aufkaufprogramme jetzt von der EZB, die Konjunkturprogramme, die werden schuldenfinanziert sein bzw. ich brauche hier am Ende des Tages als Staat auch die Möglichkeiten, das wieder günstig refinanzieren zu können. Dazu brauche ich Nullzinsen und genau das wird uns noch eine Weile begleiten. So, das ist mal die eine Seite. Die andere Seite ist, das sind natürlich die Dividenden. Die Dividenden von Unternehmen können jetzt durchaus ausfallen, so wie eine sehr tiefe und sehr nachhaltige Rezession haben. Und dazu betreffend brauche ich Visibilität als Stiftung, um zu wissen, kann der Fonds eigentlich in einem Jahr oder in 2 Jahren noch das ausschütten, was ich mir erwarte bzw. was ich brauche. Da geht es gar nicht um Erwarten, sondern da geht es um das, was ich brauche, um für meine Zwecke ausreichend auskömmliche Mittel zur Verfügung zu haben. Das heißt, diesen Ausschüttungsforecast, den würde ich mir auf jeden Fall kommen lassen. Und das kann man sich auf zweierlei Wegen kommen lassen. Man kann ganz allgemein einen Ansprechpartner anfragen und mit dem entsprechend diskutieren und sagen, pass auf, gib mir mal eine Übersicht oder gib mir mal ein Gefühl dafür, ob ich meine Ausschüttung noch bekomme oder eben nicht. Oder ich kann es mir versuchen zu recherchieren auf eigene Rechnung, aber das wird sehr schwierig sein, weil die Ausschüttungsdaten die am schlechtesten gepflegten Daten in den Fonddatenbanken sind. Ich denke, das kann man so zusammenfassen. Also, ich habe erstmal mich mit dem Schmerz beschäftigt, dann beschäftige ich mich mit der Ausschüttung und dann geht es natürlich auch um die Allokation, ob ich gegebenenfalls an dieser Fondsallokation was ändern kann. Wenn ich 5 Stiftungsfonds habe in meinem Portfolio als Stiftung, dann werden diese 5 Stiftungsfonds momentan irgendwas zwischen 5 und 10% verloren haben. Die werden diese 5 bis 10% auch wieder aufholen, überhaupt keine Frage. Die Frage ist erstens nur wann und zweitens, die Allokationen in Stiftungsfonds sind häufig konservativ, ja, sie tragen dazu bei, dass die Drawdowns, also die Rückgänge nicht so stark sind, ja, aber dadurch, dass wir jetzt den Niedrigzins, den Nullzins, den Negativzins manifestiert haben und dort zementieren durch die ganzen Maßnahmen, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass auf der Ausschüttungsseite weiterhin das Niveau zurückgehen wird und dass Stiftungsfonds zwar, wenn sie den Kurs, die Kursdelle aufholen,
vielleicht früher oder später nicht mehr in der Lage sein werden, die Ausschüttung auf dem jetzigen Niveau zu bezahlen. Das heißt, das kann sein, das ist kein Must, aber das kann passieren. Deswegen muss ich mich mit diesen Fonds relativ genau beschäftigen. Das gleiche gilt für Income-Fonds oder für andere Mischfonds. Bei den Income-Fonds ist es einfach so, dass die in der Regel deutlich globaler aufgestellt sind, deutlich breiter gestreut sind, dass dort Aktienquoten nicht nur in homöopathischer Dosis gefahren werden und dass dort eben auch unterschiedliche Anleihekategorien bzw. auch das ein oder andere Alternative Investment mit einfließt. Und das kann durchaus sein, dass die einerseits die Delle wahrscheinlich ein bisschen stärker spüren über den Kurs, aber dass sie mittel- und langfristig diese Delle werden aufholen können. Das ist mal Botschaft Nummer eins. Und das zweite ist, dass das Ausschüttungsniveau strukturell bei zum Beispiel Income-Fonds auf einem anderen Niveau stattfindet. Dann bin ich auf Seiten der Aktienfonds. Klar, Aktien wurden momentan abgestraft. Die Fonds sind alle regelrecht abgekachelt. -20, -30%, das muss ich abkönnen. Wenn ich in Aktienfonds, in auch wie wir sie für uns favorisieren, für Stiftungen, in nachhaltige Aktienfonds investiere. Was mache ich jetzt mit so einem Fonds? Am Ende des Tages, wenn Sie mich fragen, Sie sind eine Stiftung, Sie sind Langfristinvestor, was Sie jetzt machen müssen, und das ist für mich Regel Nummer 4, ist, kaufen Sie diese Dinger nach. Kaufen Sie bei den nachhaltigen Aktienfonds nach, denn Sie verbilligen Ihren Einstandskurs, so Sie die Fonds noch nicht 4-5 Jahre haben, und bei diesen Fonds dürfte es in der Regel so der Fall sein. Sie kaufen sich die guten Geschäftsmodelle, die verantwortungsbewusst agieren, zu einem deutlich günstigeren Preis. Und Sie kaufen natürlich auch nochmal ein anderes Ausschüttungsniveau. Wenn ein Fonds bei einem Kurs von 50 in Euro ausgeschüttet hat, also ungefähr 2%, dann schüttet er jetzt bei 40 natürlich einen entsprechend deutlich höheren Betrag aus, bezogen auf den Anteilspreis. Und das kaufen Sie sich als Stiftung natürlich ein. Und dann wird an diesen Punkten klar, was Sie als Stiftung sind. Sie sind ein Langfristinvestor. Sie sind diejenigen, die sich das leisten können, genau in diesen Phasen jetzt Aktien zu nehmen, wie es so schön heißt. Das heißt, Sie können am Ende des Tages sagen, Augen zu und durch, wir kaufen jetzt nach. Prozyklisch zu verkaufen, das würde ich an Ihrer Stelle nicht mehr tun. Und jetzt gibt es natürlich auch andere Aktienfonds, die man hat, also wo wir jetzt nicht so tief drinstecken, wo Sie aber vielleicht tief drinstecken, weil Sie gesagt haben, das finde ich nicht schlecht. Ein Aktienfonds, der heute bei einem DAX von -30, -40 gemacht hat, da wäre ich zunächst mal vorsichtig, beziehungsweise würde ich mir genau anschauen, was denn da in dem Portfolio eigentlich passiert ist. Ob denn das, was dort versprochen wird an Asset Management, ob das in irgendeiner Weise unterminiert wird, einfach durch solche Krisen. Und mit diesen Krisen müssen wir einfach rechnen, mit diesen schwarzen oder weißen Schwänen, wie sie bezeichnet werden, schlicht und ergreifend, weil das eine neue Realität ist, mit der wir uns alle gemein machen müssen. Und da kann es dann durchaus sinnvoll sein, sich mit Aktienmandaten zu beschäftigen, die eine Absicherungskomponente fahren. Das heißt, die versuchen, diese Drawdowns zu reduzieren. Jetzt wissen Sie auch, warum wir solche Produkte in der Fondsfibel für Stiftung MPOs mit aufgenommen hatten. Weil wir der Meinung waren, dass die Aktienquote auf der einen Seite was Wichtiges ist im Stiftungsportfolio, dass es aber sinnvoll sein kann, vielleicht Teile der Aktienquote über solche abgesicherten Produkte entsprechend aufzubauen. Das sind die Punkte, die ich bei den Aktienfonds machen würde. Grundsätzlich gibt es an der Börse immer zwei Regeln. Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, der hat sie auch nicht, wenn sie steigen. Das heißt, jetzt Aktien zu verkaufen, ist, glaube ich, Quatsch. Und dann heißt das natürlich, also Baron Rothschild hat früher gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Er hat es auf die Kriege bezogen, wir haben jetzt keinen Krieg. Wobei Präsident Macron hat ja gesagt, dass wir uns im Krieg gegen den Virus befinden. Also immer kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und das kann insbesondere, weil der Rückgang so markant ist, durchaus eine wichtige Strategie sein. Und der vierte Punkt, den ich in meinem Stiftungsportfolio mir natürlich anschauen würde, wäre, ob dort die Sachen drin sind, die gegebenenfalls einen abfedernden Effekt haben. Haben Sie einen Immobilienfonds in Ihrem Portfolio drin? Haben Sie einen Mikrofinanzfonds in Ihrem Portfolio drin? Haben Sie sowas wie drin wie einen REIT-Fonds? Das sind alles Bausteine. Ich gebe zu, beim REIT-Fonds, die Aktien haben natürlich jetzt auch gelitten, weil es reine Aktienfonds sind. Aber Sie kaufen sich damit natürlich erstmal ein hohes Ausschüttungsniveau ein. Und zwar bei dem Immobilienfonds und beim REIT-Fonds. Und Sie kaufen sich etwas nicht Korreliertes mit dem breiten Markt ein, beim Mikrofinanzfonds. Solche Bausteine, auch wenn Sie jetzt sagen würden, naja, vielleicht sind wir dann ein bisschen zu breit aufgestellt in unserem Fondsportfolio als Stiftung. Sie brauchen als Stiftung genau solche Bausteine, die Ihnen am Ende des Tages auf der Portfolioebene den Schmerz ein Stück weit erträglicher gestalten. Und dazu braucht es Mikrofinanz, dazu braucht es Immobilien und dazu braucht es dann auch den REIT. Der REIT leidet vielleicht auf der Kursseite, aber wo er nicht leidet, ist auf der Seite der Ausschüttung oder zumindest vom Ausschüttungsniveau von 5%, wenn ich dort 1% verliere. Aber da muss schon sehr viel passieren bei den einzelnen REITs. Dann bin ich immer noch bei 4%.
Das ist alles noch verschmerzbar, aber es ist ein Sockel, auf dem ich am Ende des Tages als Stiftung aufbauen kann. Also das wären mal so ein paar Punkte, die ich mir überlegt habe, die ich auf jeden Fall verändern würde. Und dann geht es natürlich auch noch um das ganze Thema Dokumentation. Ich glaube, man sollte jetzt tatsächlich, wenn man es noch nicht gemacht hat als Stiftung, anfangen zu dokumentieren, warum man welchen Fonds gekauft hat, was er in diesen Phasen wie jetzt gemacht hat. Und berufen Sie doch gerne eine Krisensitzung ein in Ihren Gremien und diskutieren Sie entlang Ihres Fondsportfolios das, was Sie mit Ihrer Stiftung als Ziel eigentlich in der Kapitalanlage umsetzen wollen. Das kann gerade in Krisenzeiten kann das ein sehr gutes Mittel sein, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob man richtig aufgestellt ist, beziehungsweise ob die Ziele, die ich für meine Kapitalanlage meiner Stiftung aufgestellt habe, ob ich die mit meiner Fondsallokation, die ich gewählt habe, tatsächlich umsetzen kann. Das würde ich ganz ernsthaft hinterfragen. Da würde ich auch nicht sagen, wir fahren mit der Konjunktivstrategie, hätte, wäre, wenn. Das bringt uns an der Stelle nicht weiter, sondern wir haben die Allokation so gewählt. Jetzt muss man sich diese Allokation stellen und jetzt muss man am Ende des Tages rauskriegen, ob diese Allokation zu meinen Zielen passt. Und das kann ich am Ende des Tages nur als letzten kleinen Ratschlag für die Gremiensitzung mit auf den Weg geben. Ja, Sie sehen, wir haben jetzt durchaus knapp 11 Minuten uns hier mit dem Thema Fondsanlage, mit einzelnen Fonds auch beschäftigt. Es sind wilde Zeiten, es sind Zeiten, in denen man sich genau mit seiner Kapitalanlage auseinandersetzen muss. Aber eins wissen wir, es wird anders, aber es wird anders und es wird vor allem besser. Ich drücke dafür die Daumen, dass wir alle und besonders Sie als Stiftung gut durch diese Krise durchkommen. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro für Stiftungen stärken.